Die Brandrodungen, die die Maya beim Ackerbau einsetzten, erwiesen sich für das hiesige Land als ungeeignet und führten schon bald zu einer Lebensmittelknappheit. Um nicht zu verhungern, schlossen sie ein Abkommen mit den einheimischen worinkaischen Stämmen, das ihnen neue Verfahrensweisen und Saaten einbrachte. Als erstes trafen die Kaufleute mit neuen Waren ein, gefolgt von den Bauern mit neuen Saaten und Techniken. Später kamen immer mehr der Fremden nach Paititi und übernahmen schließlich die Kontrolle über die Verwaltung der Stadt. Itzamna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft, er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Itzamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils, aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Die Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Ich bin nicht mehr da.
Wunderschön. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Unuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Sehr gut. Die Götter sind für uns. Komm bald wieder. Die Form dieser kunstvoll gearbeiteten Pfeife erinnert an Xayocoatl, einen Schlangengeist der Azteken, der in grün, blau und gelb dargestellt wird. Ihre Seiten sind mit Halbedelsteinen verziert, wobei die Verarbeitung von Jade auf einen gewissen Einfluss der Maya hindeutet. Der Kopf riecht immer noch nach verbrannten Wurzeln und Rauch. Kein wirklich unangenehmer Geruch. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Das hier ist schwer zu verstehen. Menschen haben sich zwischen zwei Flüssen angesiedelt und sie waren nicht allein. Die Fremden schienen allerdings nicht gefährlich zu sein. Die Pilger erreichten den Zusammenfluss zweier Flüsse und entschieden, sich dort anzusiedeln. Sie errichteten zwei Pyramiden und begannen ihr neues Leben als Beschützer der Schatulle.
Das beschreibt etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Es ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird, selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Thank you.
Dieses spanische Dokument erzählt eine der vielen Geschichten über El Dorado, die goldene Stadt. Als die ersten Erkundungsschiffe der Spanier mit Frachträumen voller Gold zurückkehrten, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und die Geschichten wurden bei jeder Nacherzählung immer weiter ausgeschmückt. Diese Gerüchte über eine goldene Stadt führten zu zahllosen Expeditionen in die neue Welt. Das beschreibt etwas in der Nähe. Der jüngste von vier Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Könnte hilfreich sein.
Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Sky Gentleback. Das ist großartig. Dafür habe ich nicht genug Platz. Die Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Charqui und Chuños sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln. Köstlich. Geboren in Hunger, aufgewachsen in der Rebellion, ein Waisenkind, doch nie allein. Er erhebt sich als die Sonne. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen.
Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaro. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaro noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaro verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Dr. Dominguez stammt ursprünglich aus Paititi, wo Trinity seit dem 17. Jahrhundert eine Präsenz unterhält. Das einstige Oberhaupt des Hohen Rates, ein italienischer Kardinal namens Gualtiero de Luca Dominguez, sah großes Potenzial in dem kleinen Jungen und bildete ihn wie einen Sohn dazu aus, seine Nachfolge anzutreten. Er stieg in den Reihen von Trinity auf, bis er schließlich zum Oberhaupt des Hohen Rates wurde. Er verbrachte den Großteil seines Lebens außerhalb von Paititi, wobei er zwar häufig dorthin zurückkehrte, aber nie lange blieb. Sein richtiger Name ist Amaru, aber als Hohepriester des Kultes in Paititi wird er von vielen nur mit seinem Ehrentitel angesprochen, Kukulkan. Er brachte den Schlüssel von Chakchel aus Cozumel zurück und versicherte seinem Volk, er würde ihn zu dessen Schutz verwenden. Amaru will die Schatulle von Ixchel in seinen Besitz bringen, um Paititi vor den zunehmenden Gefahren der Außenwelt zu beschützen. Er liegt aber bereits der Verlockung der Macht, der Möglichkeit, die Welt nach seinen Vorstellungen neu zu erschaffen. Ja, ich bin mit Ucho im Lager. Alles bei. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid. Du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco den Toten sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden.
Pisco hat meine Würfel, das weiß ich. Hoffentlich holst du sie zurück. Letile jabob lehelo hach kakas matob ton ke filobe kuki mesajo hel piste pati kamlo ma
Verstoßenen kennen den Willen der Götter. Ich schmecke ein Schulung. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Ale ti lechabo blechelo. Hat kakas mato pjani. Beika shilobe yete. Kuki mesajo. Hey! Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird... Könnte hilfreich sein. Patolli ist angeblich eines der ältesten Spiele in Amerika, das von allen gesellschaftlichen Schichten gespielt wurde. Nicht selten setzten die Spieler in einer einzigen Runde all ihre weltlichen Besitztümer, von Decken und kostbaren Steinen über Häuser bis hin zur Freiheit ihrer Familie. Makui Xochitl, der Gott der Kunst und Spiele, galt als aktiver Teilnehmer an diesem Spiel und war dafür verantwortlich, den Gewinner mit Opfergaben zu beschenken. Unglaublich, was sie alles für ein simples Spiel riskiert haben. Manche Dinge ändern sich nie. Wie kann etwas, das wie ein Flugzeug aussieht, von den Inka stammen? Oh, verstehe. Das sind irgendwelche Insekten. Die Archäologie ist eine diffizile Wissenschaft.
Man muss sich in die Denkweise von Menschen und Kulturen hineinversetzen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Menschen interpretieren merkwürdige Phänomene nach dem, was sie kennen. Hätten die Inka Flugzeuge gesehen, hätten sie sie vermutlich für Vögel gehalten. Also sind das hier vielleicht doch keine Insekten. Einige dieser Formen ähneln eher Fischen.